Grüß dich miteinander. In diesem Schulungsvideo widmen wir uns dem Thema gerechtes Verteilen. Der Wert gerecht ist ein zentraler Bestandteil von unserem Leitbild. Was bedeutet aber gerechte Verteilung? Gerechte Verteilung fängt bereits beim Kommissionieren der Rollis auf unseren regionalen Plattformen an. Dort orientieren sich die Lagermitarbeiter an den Angaben des letzten Tagesrapports. Dabei wird nicht nur die Anzahl Bezugskarten pro Abgabestelle, sondern auch die Gesamtzahl der Personen, die dahinter stehen, berücksichtigt. An den Abgabestellen bedeutet gerecht, dass das Los über die Reihenfolge entscheidet und die Lebensmittelmenge einheitlich nach Haushaltsgrösse festgelegt wird. Wie das konkret abläuft, schauen wir jetzt gerade hier ein Beispiel von der Abgabestelle Burgdorf an. Gerechtes Verteilen bedeutet eine gerechte Zuteilung von der Produktenmenge auf die Haushaltgrösse. Ein Zwei-Personen-Haushalt bekommt zum Beispiel weniger Produkte als ein Fünf-Personen-Haushalt. Beim Auftischen der Lebensmittel zählen wir die Anzahl der Produkteinheiten gerade mit. Die Menge des jeweiligen Produkts schreibt man auf einen Zettel und heftet ihn vorher. Bevor die Verteilung losgeht, bestimmt die Tagesverantwortliche gemeinsam mit dem Team, wie viele Produkteinheiten an welche Haushaltgrösse verteilt werden. Ab 5 Personen würde ich 2 geben. Den gemeinsam abgemachten Verteilschlüssel schreiben wir ebenfalls auf einen Zettel. Das ist eine Erinnerungsstütze. Bevor die Verteilung anfängt, geben die Kunden als erstes ihre Bezugskarte ab. Weiter wird das Datum auf der Rückseite der Bezugskarte eingetragen. Die Bezugskarte behalten wir bei uns, bis wir mit der Verteilung anfangen. Sie ziehen ein Nummerli, ein Klemmerli aus dem Sack. Die gleiche Nummer heften wir als Post-it auf die Bezugskarte. Die Nummer bestimmt, wenn sie an die Reihe kommen. Wenn die Verteilung anfängt, fangen wir mit dem Ausrufen der ersten Nummer an. Das Nummernsystem hat den Vorteil, dass wir nicht die Namen der Kunden ausrufen. Ohne Namen gewähren wir Diskretion und das ist ein wichtiger Wert in unserem Leitbild. Die Bezügerin, der Bezüger kommt, zahlt er symbolisch Franken und bekommt die Bezugskarte zurück und wird nachher von einer freiwilligen Helferin, von einem freiwilligen Helfer durch die Tische geführt. Mit diesem System haben wir gute Erfahrungen gemacht. Das Doppelnummern-System mit dem Klemmerli und dem Post-it-Zettel hat den Vorteil, dass alle in der Reihe noch dran kommen. Weiter haben wir während der Verteilung jederzeit den Überblick über die Anzahl Kunden, die noch nicht an der Reihe waren. Ungefähr nach der halben Zeit überprüfen wir noch einmal die Menge von allen Produkten. Wir können dann abschätzen, ob es noch beim Verteilen Anpassungen braucht oder ob wir den Verteilschlüssel ändern müssen. Natürlich gibt es noch weitere Varianten, wie die Umsetzung von unserem Leitwert gerecht erfolgen kann. Wenn noch Unklarheiten zum Thema gerechtes Verteilen bestehen, fragt eure Kontaktperson bei Tischlein Deck dich. Danke ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit.